Herzlich willkommen zum Extremwetterkongress. Wir schauen auf die Gletscher. Wir haben eben schon Gletscher in Zeitraffer gesehen. Es gibt aber Gletscher, die nicht nur in Zeitraffer unterwegs sind, sondern mit der Geschwindigkeit eines Intercity-Express. Das kann passieren, wenn die Gletscher auf gerölligem Untergrund destabilisiert an irgendeiner Stelle abreißen und der untere Teil dann ziemlich zügig auf geröllhaltigem Boden zu Tal rauscht. Wenn das im Himalaya passiert, dann ist das Ganze möglicherweise nicht so tragisch, weil da unten keiner wohnt und sich vielleicht nur ein paar Murmeltiere erschrecken. Aber wenn das eben in den Alpen passieren würde, dann wären die Folgen zum Teil verheerend. Jemand, der sich mit den Gletschern sehr, sehr intensiv befasst, ist Andreas Käpp aus Oslo zugeschaltet. Andreas, kannst du mich hören? Kannst du uns sehen? Ja, ich kann Sie wunderbar hören und hoffe, Sie können das auch. Wunderbar, dann haben wir eine hervorragende Leitung und freuen uns auf den Vortrag. Herzlich willkommen auf dem Extremwetterkongress. Ja, es ist wirklich sehr interessant, an Ihrem Kongress teilzunehmen. Es ist zum ersten Mal und es wird sicher nicht zum letzten Mal sein. Ich möchte mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Was ist der Unterschied zwischen Gletschern im Gebirge und Eis in der Arktis? Das klingt vielleicht so wie eine witzige Frage, aber der Unterschied ist, Gletscher im Gebirge sind über ihrem Kopf und können ihnen auf den Kopf fallen. Und das ist ein ganz reales Problem in vielen Gebirgen. Hier sehen Sie ein Satellitenbild in Schrägaufnahme. Das sind zwei wirklich beliebige Gletscher in Tibet. Können Sie sich vorstellen, dass diese Gletscher mit einem Knall abreißen und mit der Geschwindigkeit eines ICE auf Sie zurasen? Oder ein Beispiel im Kaukasus. Hier im unteren Teil sehen Sie einen, Sie sehen es wahrscheinlich kaum, einen schuttbedeckten Gletscher, völlig flach und für Bergsteiger langweilig. Ob wir noch einmal ganz kurz den Monitor geschert bekommen, das wäre großartig. Wir sehen sozusagen zwar ganz viel von Ihnen, aber die Präsentation noch nicht. Wir gucken noch mal kurz, dass das technisch klappt. Ah, okay. Na, dann ist es mein Die Ausführungen mein waren Fehler. Schon so interessant, dass wir die Bilder auch sehen wollen. Das war also wirklich... Ja, das verstehe ich. nächster Versuch. Entschuldigung. Na, das ist... Was meinen Sie, was mir schon alles heute nicht geglückt ist? Sehen Sie es jetzt? Ja, hervorragend. Genau. Guck, und da hat auch schon eine Frage da unten. Okay, aber wir hören erst Ihren Vortrag. Genau, also diese zwei Gletscher in Tibet, können Sie sich vorstellen, dass diese Gletscher abreißen und mit der Geschwindigkeit eines ICE auf Sie zurasen? Oder dieser völlig unscheinbare Gletscher im Kaukasus, schuttbedeckt, völlig langweilig für Bergsteiger. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Gletscher mit einem Knall auf Sie zurast? Es ist im Jahr 2002 auf diesem Gletscher im Kaukasus wirklich passiert. Hier sehen Sie Bilder, ein Bild direkt aus dem Helikopter, direkt nach diesem Abriss. Dieser Gletscher ist mit einem Knall abgerissen, hat sich in Bewegung gesetzt, ist dann ins Tal gerast. Hier sehen Sie die Spuren, dass der Gletscher ist da so wie ein zu Tal gewippt. Mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer. 18 Kilometer später, 5 Minuten später, ist er an einer engen Schlucht zum Stehen gekommen. Insgesamt waren das 130 Millionen Kubikmeter und ungefähr 125 Menschen sind gestorben. 100 Millionen Kubikmeter Eis, das wären ungefähr 100.000 Güterzüge. Das ist eine riesige Menge Eis. Zum Größenvergleich sehen Sie links so ein paar Häuser, das sind vierstöckige Hochhäuser. Es ist also passiert, direkt nach dieser Eislawine hat sich dann noch eine Schlammlawine gelöst, die ist weitere 15 Kilometer zu Tal gerast. Nach diesem Ereignis 2002, das alle Experten überrascht hat, haben wir eigentlich gedacht, das ist ein ganz spezielles Ereignis, das kann nur an dieser Stelle im Kaukasus passieren und haben uns sozusagen wissenschaftlich wieder zur Ruhe gelegt. Im Jahre 2016 in Tibet haben sich tatsächlich nun diese beiden Gletscher, die Sie hier sehen, flache, völlig gewöhnliche Gletscher, mit einem Knall gelöst. Diese Gletscher sind in der Mitte vom Tibet-Plateau. Ein Satellitenbild vom Januar 2016, ein Satellitenbild vom Juli 2016. Sie sehen, dass sich der obere Gletscher da in einer riesigen Lawine gelöst hat, 70 Millionen Kubikmeter. 9 Menschen sind dort in dieser an sich menschenleeren Gegend gestorben und viele hundert ihrer Yaks.
zu unserer riesigen oder noch größeren Überraschung hat sich dann wenige Monate später, zwei Monate später, der Nachbargletscher auch gelöst und 80 Millionen Kubikmeter sind zu Tal gerast. Dort ist dann niemand mehr umgekommen, weil die Behörden die Region schon abgesperrt hatten. Um Ihnen einen Größenvergleich zu geben, hier sehen Sie chinesische Suchmannschaften, die dann anfänglich versucht haben, irgendwie diesen neuen verschütteten Menschen zu helfen. Aber Sie können sich vorstellen, dass da keine Möglichkeit bestand. Aber diese Bagger und die Bulldozer geben Ihnen vielleicht ein Gefühl von der Größe. Von anderen Seite des Sees aus gesehen, im Vordergrund diese braunen Flecken, das sind Yaks. Und im Hintergrund sehen Sie diese Ablagerung dieser riesigen Eislawine, die Front der Eislawine. Verbindung ist, sind wir total beruhigt. Dann hat es ja auch einen guten Grund. Schlimmer wäre es, wenn es unsere wäre. Dann würden wir zwar auch nicht sehen, aber wären auch noch schuld. Und das wäre natürlich. Video läuft, Internet läuft. Ist er raus oder kommen wir? Nicht mehr zu sehen. Können wir ihn anrufen? Jetzt ist er raus, dann wird er sich wahrscheinlich gleich wieder, hoffentlich gleich wieder einwählen. Ups, war ein bisschen dicht dran. Aber wir können vielleicht ja schon mal Fragen sammeln. Wer schon eine Frage hat, die nehme ich schon mal auf, dann kann ich die schon gleich einmal stellen. Ja? Welche Effizienz haben anthropogene Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Verzögerung der Gletscherschmelzen? Ah, das nehmen wir dann gleich nochmal mit auf. Also, was sehr beeindruckend ist bei diesen Gletschern, ist ja offensichtlich, dass es tatsächlich nicht nur Einzelfälle sind. Und man stelle sich ja nun tatsächlich mal vor, das würde in den Alpen an irgendeiner Stelle passieren. Und man hat eine dicht besiedelte Region, wo unten Skiorte sind, die dann in relativ kurzer Zeit dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Technik ist dabei, ihn zurückzuholen. Das nennt man digitale Reanimation. Und dann hoffe ich, dass das gleich wieder klappt. Wir haben schon mal versucht, das zu machen, haben dann vergessen, wie es ging. Das ist dann die pathologische Kombination von einem Déjà-vu mit einer Amnesie. Das habe ich schon mal vergessen. Jetzt ist er wieder da. Gut, also hervorragend. Das ist stark erfreulich. Ah, die Verbindung ist zusammengebrochen. Ja, das haben wir auch. Das ging so schlagartig wie der Abriss eines Gletschers. Plötzlich war alles weg. Und die Situation war eine ganz andere als vorher. Jetzt sind alle wieder beieinander und wir freuen uns auf die Fortsetzung des Vortrages. Wo haben Sie mich denn verloren? Bei dem Wort und. Welches Tier? Ja, es war an der Stelle, wo wir über die Yaks gesprochen hatten. Wir hatten im Vordergrund die kleinen Tiere, die so ein bisschen aussahen wie bei der McLean-Eisenbahn. Dahinter diese Seenlandschaft und dann der Rest des Gletschers, der quasi heruntergekommen ist. Kurz danach haben wir noch gesehen, wie Bergungsmannschaften haben versucht, die Opfer zu bergen, möglicherweise lebend. Da waren wir. Und danach riss... So. Sehen Sie jetzt ein Bild? Ja, hervorragend. Da steigen wir einfach wieder ein und alles, was doppelt ist, das dient ja auch der Bildung. Gut. Also, da sehen Sie im Hintergrund die Ablagerungen der ersten dieser Lawinen in Tibet. Die Eisfront ist 5 Kilometer vom Standort des Fotos weg und die Berge im Hintergrund, da wo die Lawine abgerissen ist, 12 Kilometer. Das sind also riesige Dimensionen. Hier, ich springe nun über dieses Radebild. Hier sehen Sie ein Foto, das ein chinesischer Kollege in das Abrissgebiet hinein genommen hat. Und um Ihnen auch hier eine Vorstellung der Dimension zu geben, habe ich Ihnen die Elbphilharmonie hineinkopiert. Können Sie mich immer noch hören? Ja. Super. Und wir sind auch also begeistert. Riesige Dimensionen. Ich springe das auch. Wir haben uns damals ist es in Tibet passiert und erst seit diesem Ereignis in Tibet, das auch völlig unerwartet war, haben wir festgestellt, dass es eigentlich in einigen Gebieten, vor allem in neuerer Zeit, solche
riesigen Eislawinen, Gletscherabrisse gibt, die dann mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer zu Fall rasen. Wir haben zum Beispiel ein so Ereignis gefunden in Chile. Wir haben eins gefunden weiter östlich auf dem Tibet-Plateau. Wir haben mehrere gefunden im Pamir. Dieser dunkle Punkt, das ist Dushanbe. Also wir reden über Pamir, Tadschikistan. Hier ein Satellitenbild dieses abgerissenen Gletschers in Pamir. So sah es ein paar Wochen später aus. Und dann im Juni 2017 ist dieser Gletscher zu Tal gerast. Viel kleiner als der in Tibet und im Kaukasus, 5 Millionen Kubikmeter. Ähnliche Ereignisse haben wir in Alaska gefunden, nah an der Grenze zu Kanada. Hier sehen Sie so ein Gebiet, wo aus diesem Gletscher mehrmals riesige Lawinen abgegangen sind. Hier eine Animation, erste Lawine, dann zwei Jahre später nächste Lawine. Und die Hauptfrage, die sich Ihnen stellt, sich mir gestellt hat, ist das der Einfluss der Klimaänderung, dass diese Ereignisse offenbar in letzter Zeit entweder zunehmen oder wir sie stärker beobachten. Und ich kann diese Frage Einfluss der Klimaänderung mit einem entschiedenen Jein oder Ja, Aber beantworten. Wir haben rekonstruiert, welche Verhältnisse eigentlich zu diesen Abrissen führen können. Und das Einzige, was Sie aus dieser komplexen Grafik mitnehmen sollen, ist, dass es eben relativ kompliziert ist. Es ist nicht so einfach, dass Gletscher erwärmt werden und dann zu Tal rasen. Aber in diesem ganz komplexen Gefüge von Prozessen gibt es doch einige, die die Klimaerwärmung beeinflussen kann. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass einige dieser Gletscher abgerissen sind, wenn ein zusätzliches Gewicht auf ihnen lagerte. Das kann sein, dass mehr Schnee fällt. Das ist zum Beispiel in Tibet so der Fall. Es kann sein, dass Eis, Fels oder Schneelawinen in größerer Menge auf diese Gletscher runterfallen, sich dort ablagern und dann ein Übergewicht erzeugen. Wir haben auch in einigen Fällen, zum Beispiel in Tibet, festgestellt, dass kurz vor dem Abriss besonders viel Eisschmelze passiert ist, besonders viel Regen gefallen ist und dadurch zu besonders viel Wasserdruck im Gletscher kam. Oder wir haben auch gesehen, dass in einigen solchen dieser Gletscher, dass diese steiler geworden sind. Steilere Gletscher entstehen zum Beispiel, wenn sie vor allem im unteren Bereich stark abschmelzen und im oberen Bereich des Gletschers nicht so viel passiert, dann wird der Gletscher steiler und damit wird auch diese Scherspannung, die den Gletscher nach unten treibt, stärker. Also Fazit, die Klimaerwärmung oder atmosphärische Erwärmung kann tatsächlich zu vermehrt solchen Gletscherabrissen mit enormen potenziellen Folgen für die Täler führen. Aber es ist nicht so einfach, dass einfach die Gletscher, wenn sie wärmer werden, zu solchen Abrissen neigen. Es braucht relativ viele Randbedingungen, um zu solchen Abrissen zu führen. Drum sind das bisher immer noch relativ wenige. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken mit einem letzten Bild. Das ist so ein Abriss in China, auch ein relativ großer, 100 Millionen Kubikmeter, der den Oberlauf des Brahmaputra aufgestaut hat. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank aus Hamburg. Ihre Fragen an Andreas Kepp. Du hattest schon eine. Willst du die doch mal ganz kurz formulieren? Ja, das ging ja weit darüber hinaus. Meine Frage wäre mal grundsätzlich, wie effektiv anthropogene Maßnahmen zur Vermeidung oder zumindest Verzögerung von Gletscherrückgang ist oder sind. Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Frage war, inwieweit Maßnahmen gegen den anthropogenen Antrieb Auswirkungen haben auf die Gletscher. Umgekehrt. Die Maßnahmen sind anthropogen. Schwarze Planen und so. Also schwarze Planen. Was könnte man da tun, um was draufzupacken, um die Gletscher zu halten? Ja, das wird in einigen Skigebieten in Österreich, in der Schweiz, teilweise auch auf der Zugspitze gemacht. Also die Frage war, ob man so Gletscher schützen kann oder ja, ob man die Schmelze beschleunigen kann. Also wenn es die Frage war, ob man das beschützen kann, das ist ein kleiner Nadelstich, das verzögert ganz lokal vielleicht die Eisschmelze und ein paar Jahre, aber es ist keine dauerhafte Maßnahme. Mhm.
Gibt es Gletscher in Europa, die ähnliche Phänomene zeigen, vielleicht schon Phänomene gezeigt haben in kleineren Dimensionen? Und gibt es Untersuchungen oder Projekte, die laufen bei der Untersuchung der Gletscher in den Alpen, inwieweit diese gefährlich sein können vor diesem Hintergrund? Kurze Antwort, nein. Ein bisschen längere Antwort, das war genau, wo dieses Event, dieses Ereignis im Kaukasus passiert ist, immerhin auch in Europa, ja, am Rande von Europa. Da ist zumindest die Schweizer Regierung schon sehr erschrocken und ich war mit einem Kollegen, damals habe ich in der Schweiz gearbeitet, bin ich dorthin und wir haben das genau untersucht und eine Motivation neben der Hilfe dort war tatsächlich zu untersuchen, ob sowas auch in der Schweiz oder in den Alpen passieren kann. Von diesen, ich würde mal so, und auch die Ereignisse, die wir jetzt weiterhin gefunden haben, es sind schon Verhältnisse, die es in den Alpen eher nicht gibt, aber ich möchte da nicht behaftet werden. Also wir verstehen relativ wenig, wie das passieren kann. Wir verstehen, dass es zum Teil Frühwarnungen gibt, einfach wenn Gletscher sich zum Beispiel, wie Sie gesehen haben, plötzlich sehr starke Spalten zeigen. Ich würde mal so salopp sagen, die europäischen Alpen stehen nicht zuoberst auf meiner Liste von Gegenden, wo sowas passieren kann, aber wir wissen noch viel zu wenig, um das wirklich sicher ausschließen zu können. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Weitere Fragen hier aus dem Saal? Das ist nicht der Fall. Haben wir Online-Fragen aktuell? Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich nach Oslo für die eindrücklichen Bilder und für die Informationen, die dahinter stehen. Das ist ein Thema, das uns sicherlich noch weiter beschäftigen wird, Teil der Forschung sein wird und vielleicht gibt es dann auf dem Extremwetterkongress in den nächsten Jahren auch neue Ergebnisse dazu. Vielen herzlichen Dank, Andreas Kelp, zurück nach Oslo. Dankeschön. Danke für den spannenden Kongress.